Meine Damen und Herren, ich bin wirklich sehr, sehr glücklich, heute das Gespräch mit Professor Hollein führen zu dürfen. Sie kennen sicher Herr Hollein aus seinen zahlreichen Arbeiten, Schriften, Projekten. Vielleicht kann man das Werk Hollein am besten eigentlich mit einem Ausspruch, den er selber 1968 geprägt hat, nämlich alles ist Architektur. Und ich glaube, dieses Programm, das er sich schon vor 40 Jahren als Programm gesetzt hatte, hat er tatsächlich verwirklicht über zahlreiche Projekte, die unterschiedlichste Gattungen, die nah oder fern zur Disziplin Architektur gehören, bewältigt hat. Seines Kunstwerke, Sie kennen sicher seine Collagen wie der Flugzeugträger, die Transformation aus den 60er Jahren oder die Skulpturen über Stadtstrukturen aus denselben Jahren. Sie kennen vielleicht auch die Installationen, die Professor Hollein gemacht hat, etwa für die Ausstellung Man Transform am Cooper Hewitt Museum in 1976 oder für die Ausstellung Türken vor Wien 1983 oder etwa Sensing the Future, the Architect as Seismograph an der Biennale 1996 in Venedig. Er hat sich auch mit einem Teil der Architektur befasst, den man vielleicht unter Infrastruktur heute einfach rangieren würde. Wir Historiker teilen ja und vereinen nicht wie die Architekten etwa seine Media Line an den Olympischen Spielen 1972 oder das aufblasbare Büro von 1969, um nur zwei Beispiele zu nennen. Er hat sich auch als Möbeldesigner betätigt und auch als Herausgeber der Zeitschrift Bau, über die wir heute auch sprechen werden, der zwischen 1965 und 1970 als Redaktor vorstand, aber auch durch eine Reihe von Manifesten und Historienschriften, die er publiziert hat. Er hat natürlich auch, und vielleicht ist das derjenige Aspekt, den Sie am besten kennen, sich durch verschiedene Museumsbauten ausgezeichnet. Ich nenne hier nur das Städtische Museum in Mönchengladbach, das Vulkanmuseum in der Auvergne, das Museum für moderne Kunst in Frankfurt. Ich nenne weiter andere Bauwerke wie die Österreichische Botschaft in Berlin, die kleinen Geschäfte in Wien, wie das Rettigeschäft oder die Juweliere Schulin, die Feigengalerie in New York oder das Österreichische Verkehrsbüro. Dieses Werk ist schon sehr früh entdeckt und auch ausgezeichnet worden. Ich möchte hier nur wenige Auszeichnungen aus dem nennen. 1985 der Pritzker Prize, 1966 und 1984 der Reynolds Memorial Award, 1983 der große österreichische Staatspreis und 2004 der Arnold Brunner Memorial Prize in New York. Unter seinen Ehrungen nenne ich das österreichische Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst 1983, das große Verdienstkreuz des Verdienstorts der Bundesrepublik Deutschland 1997, Officier de la Légion d'honneur ist er, sowie Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Also Sie sehen, meine Damen und Herren, ich bin wirklich außerordentlich glücklich, Hollein hier zu haben. Sie haben wirklich mit einem der wichtigsten Architekten der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu tun. Aber in medias res, wir beginnen gleich mit dem ersten Bild, mit der ersten Frage. Als wir das Gespräch vorbereitet haben, haben Sie 1956 als Anfang gewünscht oder für sich selber 1956 als Anfang gegeben. In etwa, ja. Das war meine Diplomarbeit. Und inwiefern ist das, weil Günter Feuerstein nennt 1958 als der Beginn oder ein neuer Beginn in der österreichischen Szene. Es kommen verschiedene Manifeste. Günter Feuerstein war ein bisschen später.
Ja, so ist es. Gut, und Sie haben dann bei Clemens Holzmeister studiert und ja. konnten relativ frei dann diese Diplomarbeit, die sich ab, also aus also einer historischen Perspektive ist vielleicht schwierig, so ein Projekt zu ordnen. Es war damals schon als ein außerordentliches Projekt zu betrachten. Ja, also mit Holzmeister war es so, dass er hat eine Prämisse gehabt, wenn Ihnen sozusagen nichts einfällt und Sie nicht kreativ sind, dann müssen Sie das machen, was ich will. Und wenn Sie sonst, können Sie tun, was Sie wollen. Und, das hat sicher ein bisschen einen Einfluss gehabt von Konrad Wachsmann, mit dem ich in 56er Jahren durch Siegfried Gideon auch bekannt gemacht wurde. Und Wachsmann ist dann auch von uns sozusagen, von der Studentenseite dann eingeladen worden nach Österreich und hat dann, da habe ich allerdings dann nicht mehr sehr viel damit zu tun gehabt, einige Jahre auf der Sommerakademie in Salzburg. Aber das war vor allem, weil mich in meinen Arbeiten sehr, ich habe so gewisse sozusagen Prämissen gehabt und das kommt vielleicht in einem Ihrer Bilder dann vor, habe ich also, wie sich meine Ansicht nach Architektur entwickelt hat, vom kleinen Hügeln oder Eingraben in den Boden. Für mich beginnt die Moderne mit dem Kranzgesims des Kronacker Palazzo Strozzi. Das ist der Krag, da beginnt das Auskragen in der Architektur und auch im öffentlichen Raum. Das heißt, ich kann im Freien, im öffentlichen Raum schaffe ich einen architektonischen Raum durch dieses Kranzgesims. Und das ist für mich eigentlich dann sind zwei Jahrhunderte, drei Jahrhunderte des Kragens gekommen. Und die nächste Phase war dann natürlich das Schiefe. In die, sozusagen, bis wohin, bis zum Mondbau. Ne? Bevor wir gehen, ich glaube, Ihr Mikrofon ist schlecht angestellt. Das ist, aha, ja. Okay, dann können wir das auf die andere Seite machen. Sie werden da manipuliert. Gehen wir dann gleichzeitig, wie Sie Ihr Diplomprojekt herstellen, kommen diese ersten Skizzen. Ja, und da ist schon, was ich eben gesagt habe, es ist auch schon schief geworden. Ja, jetzt müssen Sie da ein bisschen, das ein bisschen erläutern. Also der Kragarm und eine Dynamik. Also das sind so, wie soll ich sagen, freie Architekturen, skulpturale Architekturen, kann man es auch so nennen, einfach im Kontext halt hier mit einer Landschaft oder einer Ebene. Also gewisser Weise eine absolute Architektur oder zum Teil eine zweckfreie Architektur. Und wurde das in Wien verstanden oder damals? Also es war ja... Ja, beschränkt, aber wir haben das auch einmal dann in einer Ausstellung gezeigt. Die war eigentlich dann ein wichtiger Punkt in Wien für einen neuen Anfang in Wien mit der Architektur. Es hat dann zu der Zeit, damals war noch sehr wenig Information und auch zur spezifischeren Wiener Vergangenheit, ob Loos, ob Hoffmann, der sogar noch gelebt hat, und Otto Wagner. Aber die waren eigentlich damals ziemlich unbekannt und auch bei uns an der Akademie der Bildenden Künste zunächst einmal überhaupt nicht besprochen. Das haben die Studenten, einige wenige, ich würde sagen 5 bis 6, haben sich dann mit dieser
Vergangenheit in Österreich, aber natürlich auch in deiner weiteren Folge überhaupt, Beginn des 20. Jahrhunderts. Und war ja noch ein bisschen die Nachkriegszeit, 1955 sind die Russen abgezogen, bis dahin waren wir russisch besetzt. Also es war es hat sehr wenig Information gegeben, die man sich mühsam zusammengeklappt hat. Aber gerade bei Wagner, was war bei Wagner, wenn man Ihre Zeichnung hier sieht und Ihr Bezug zu Wagner, war Wagner der große Städtebauer, war Wagner derjenige, der sich mit diesen modernen Materialien oder mit diesen neuen, den modernen Mensch inkarnierte? Oder? Ja, sowohl als auch, ja. Aber er war halt in seiner Zeit und modern und eigentlich weiterhin noch in irgendeiner Weise modern. Nicht? Also das ist jetzt nicht nur ein spezifischer Aspekt. Und dann gewinnen Sie ein Stipendium für 2 Jahre, mehrere Jahre, der Sie nach Amerika führt und ans IIT zuerst, wo Sie Waxman wieder treffen. Am IIT habe ich in Waxman nicht wieder getroffen, der war nicht mehr dort. Aber ich hatte so einen Zwischenbereich zwischen meinen Diplomen 56 gemacht. Ich habe dann in Skandinavien gearbeitet und im 58 bin ich in die Vereinigten Staaten. Und das war nicht unbedingt ein Studienstipendium einer Universität. Studieren, das konnte man auch machen. Man hat mir zum Beispiel Harvard angeboten, das wollte ich nicht, weil ich wollte, wenn ich in Amerika bin, nicht in irgendeinem Ivory Tower und dort zu sein. Und ich habe mir wollte also Amerika grundsätzlich kennenlernen, aber es war nicht schlecht, gleichzeitig auch noch weiter zu studieren und habe mir dann das IIT ausgesucht in Chicago. Und Chicago war natürlich auch eine Stadt, die eine amerikanische Stadt, während New York nicht so eine amerikanische Stadt ist, oder San Francisco. Und das waren so einige der Prämissen. Und außerdem habe ich ein Stipendium gehabt mit nicht so viel Geld, $7 pro Tag, aber ich habe ein Auto zur Verfügung gehabt und ich bin 60.000 Meilen durch Amerika mit dem Auto, nicht so, also fliegen war damals noch überhaupt kaum erschwinglich, aber weil ich einfach sozusagen die Dinge ganz aus der Nähe sehen muss. Und da habe ich dann sehr unterschiedliche sozusagen Prämissen dann gehabt. Also habe zum Beispiel das Werk von Frank Lloyd Wright gekannt, natürlich aus Publikationen, aber wie ich in Chicago war und eben gerade zum Beispiel die Sachen in Oak Park oder eben bei der University of Chicago, Robert House, auch wieder Cantilever, Prairie House, sich ausstrecken in die Ebene und den Raum. Das hat mich interessiert und dann habe ich mich sehr intensiv mit Frank Lloyd Wright für einige Zeit. Ich habe mir fast alle Frank Lloyd Wright Sachen angeschaut in Amerika bis hin zu Schweineställen, die er in Alabama entworfen hat. Das waren interessante Sachen. Und dann habe ich ihn noch kurz vor seinem Tod kennengelernt und war in Taliesin für ein Wochenende. Und war auch interessant, ihn persönlich zu treffen. Und er war sehr glücklich, ich bin in sein Atelier gekommen und da ist ein Klimt gehangen. Und ich habe gesagt, das ist ein Klimt. Und damals hat weder in Österreich jemand Klimt noch gekannt, geschweige denn in Amerika. Aber er hat sich das 1910, hat er Wasmut-Portfolio und so weiter für sich als Architekturhistoriker, nicht? Da war er ja auch in Wien. Ne?
Und ja, oh gut, also das, da habe ich mir dann bin ich habe ich mal sozusagen mehr eine Frank Lloyd Wright Tour gemacht, aber ich bin sehr viel, also sicher manches sozusagen überlappend, also, aber wie ich Ihnen gestern schon gesagt habe, ich habe mir mal weil sind so in Amerika gibt's einige Paris und es gibt's auch einige Viennas, und da habe ich mir die Viennas in Amerika angeschaut. Sozusagen, ja. Straßenschild, wer beim Beginn des Vienna fotografiert. Und, ja, also es waren so ganz gewisse Momente, ganz gewisse Absichten. Einfach zu einem Kontinent zu kommen, aber auch in der Architektur. Aber es war nicht nur, dass ich jetzt immer nur geschaut habe, welche Gebäude schaue ich mir an oder welche Architekten. Ich hab mich sehr interessiert für auch die bildende Kunst und oder Gregory Corso oder solche Leute, die Beat Generation in San Francisco dann wie ich. Ich war ein Jahr in Chicago und dann bin ich nach Berkeley gegangen. Genau, aber in Chicago sind diese Entwürfe entstanden. Ja, ja, Chicago war natürlich der Highrise und der Wolkenkratzer und da habe ich also einfach mal, das ist ein Paar, das ist eine Faust und es gibt auch einen Penis. Habe ich das einmal sozusagen, ja, das waren halt einmal so Statements, nicht, dass ich unbedingt jetzt das in dieser Form bauen hätte wollen, aber auch unter Umständen, aber einfach das sozusagen ein Wolkenkratzer ist ein Machtsymbol. Ne? Also es hatte nichts zu tun mit der amerikanischen Befreiungsbewegung der Schwarzen, die in nein, überhaupt das nicht. Hat das war Gäste hat ja, die gibt's ja überall. Also und Penis ist übergreifend für ob Schwarze oder Weiße oder so. Für Mann. Berkeley, in Berkeley, das ist Ihr Masterthesis? Nein, das ist ein Beginn dieser Sachen gewesen. Das habe ich genannt Panzerkreuzer Potjomkin. Ja. Das ist ein schwebendes räumliches Objekt. Ja, da kann ich darin auch wohnen. Ja. Also es ist der Beginn auch dieser Erweiterung des Architekturbegriffes, der sozusagen von der modernen autonomen Form hin wirklich zu einem funktionslosen und nein, nicht unbedingt nicht funktionslos. Ich meine, ich kann ja ohne weiteres in Röhren und so weiter leben. Warum also eine Konzert hat für die Armee und so weiter. Und Bruce Koff hat das zum Beispiel auch gezeigt. Da gibt es also, ja, da wohne ich einfach in einem zylindrischen Objekt. Also sicher war es weggehen vom Hausbegriff, das ist so eine Schachtel. Nicht? Und zwei Geschosse. Und auch, Sie haben das, glaube ich, es kommt bei Ihnen das nächste, auch vom Raum her, dass Building Plan is Section. Also es ist, Sie können das 90 Grad umdrehen, es gibt und durchschneiden das Gebäude und es ist in beiden Richtungen spazial. Ne? Und in diesem Umkreis, also als Historiker nochmal, ist natürlich der Friedrich Kiesler dann so eine Glocke, die läutet, aber den treffen Sie auch. Ein bisschen. Nein, ich habe den Kiesler getroffen, der dann allerdings damals nur mehr Skulpturen gemacht hat. Und was aber auch in Ordnung war, ja, weil eben er ist dann auf diese Richtung, dass er sich halt sozusagen auf das rein Skulpturale als auch Objekt auf dem Sockel und in seinem Atelier hat er das schon so immer so schon aufgestellt gehabt. Aber ich meine, das war diese freie Dreidimensionalität, war was mich interessiert hat. Dass ich so
in alle Richtungen expandiert, der Raum. Aber also jetzt muss ich trotzdem noch nachfragen, woher, wie unterscheidet sie, also Kieslers Skulpturen sind ja auch bewohnbar. Ja, zum Teil. Ja. Das, was er dort gehabt hat, waren ganz bewusst reine Skulpturen, aber natürlich. Ja. Und einige Jahre später entstehen dann solche Skulpturen, in denen sie sich auch ganz intensiv mit, vielleicht ein bisschen verkürzt wiedergegeben, einerseits mit diesem Symbolhaften, also Sie sprechen auch vom Symbol in der Architektur, und andererseits mit Fragen der Infrastruktur, die sehr wichtig das werden. Das ist sozusagen, geht näher ins, mehr ins Urbane, sozusagen Stadt. So ein Objekt. Ja. Und das andere? Oder vom Maßstab her auch gedacht. Das kann 500 Meter groß sein. Ist einfach, vielleicht bin ich dazu, gehen wir einfach weiter. Okay. Ja, ich habe da so gewisse Sachen, da habe ich mal auch so einen neuen Masterplan für Manhattan gemacht, und dann habe ich das so mit hineingebaut, und dann diese anderen Blocks, also das konnte man auch einkoppeln, ja, also das ist schon klar, aber es ging, das bei dem, wenn Sie noch einmal zurückgehen, da ging es nämlich auch halt, und auch bei denen, was Sie da sehen, es ging auch wieder umgekehrt auf das auch raumgreifende, also eine Architektur, die sich sozusagen wirklich sehr stark expandiert, auch in die Horizontale und auch in die, dann später in die Schräge. Ne? Also aber es ist hier auch nicht wie einfach immer. Das ist einfach, weil Sie sagen, bewohnbar oder nicht bewohnbar. Alle diese Dinge sind bewohnbar auch. Aber Sie können Sie meinen Denken auch reduzieren, und dann ist das halt einfach ein sozusagen signifikanteres, irgendwie mit Symbolik aufgeladenes Objekt. Aber einerseits. Haben Sie da mein, was im Museum of Modern Art ist, das ist eine Sache, das Holocaust, dieser Waggon? Der Waggon habe ich in der Vorlesung gezeigt, aber es kommen andere Projekte. Aber bei dieser Erweiterung des Architekturbegriffes, der alles aufnimmt, also der räumlich, der auch Infrastruktur aufnimmt, stellt sich schon die Frage, finde ich, was sind dann die Prämissen, was sind die Kriterien, um Architektur zu machen. Ist Architektur etwas sehr Selbstständiges, das nur dem Künstler gegeben ist, der die richtige Form finden kann? Oder wie wird die Formgebung ich meine, in der Architektur halt sowohl als auch, wenn es eine Formgebung des Architekten, Borromini bitte, ja, und umgekehrt sind es Dinge, die sich halt je näher es zu einer spezifischen Funktion kommt, gibt es dann eben Kriterien, wo ich eben auf diesen Notwendigkeiten aufbaue. Aber immerhin, in einem Ihrer Manifeste sagen Sie, dass die Technik unterdessen so weit sei, dass man alles mehr oder weniger bauen alles könne. Alles eben, aber ja, dass eben, gibt doch im Grunde heute keine Grenzen für etwas von der Technik her, es zu machen. Eine Frage, wie kompliziert oder wie teuer, aber es ist nicht mehr eine Frage, dass ich es nicht erstellen könnte, bauen könnte. Nicht? Ich kann eine Rakete kann ich auf Wolkenkratzergröße sozusagen ausdehnen. Und es sind heute gewisse Machbarkeitsfragen eigentlich nicht mehr gegeben. Und wie ist es sind dann sicher
die Frage Zeit und Kosten und so weiter, aber in der Renaissance zum Beispiel hätten Sie gerne noch möglich, vom Technischen her, Möglichkeiten, auch Michelangelo hätte sicher noch tollere Sachen gemacht, wenn er die technischen Möglichkeiten gehabt hätte. So musste er halt das alles aus Marmorblöcken zusammenbasteln. Ne? Und wie wird dann der Entscheid wirklich gefällt zwischen einem Phallus, einer Faust oder einer Rakete? Ist das dann auf der Bedeutungsebene? Das ist auch auf der Bedeutungsebene, natürlich, ja. Ja. Aber man hat die Freiheit. Also wie entscheiden Sie, ob Sie eine Rakete oder eine Faust bauen? Ich kann eine bewohnbare Rakete machen nach Ihren sozusagen Kriterien und ich kann auch eine bewohnbare Faust machen. Oder Adolf Loos hat eine bewohnbare dorische Säule für die Chicago Tribune gemacht. Also es ist nur die Frage, ob das wirklich... Also ich finde es vom grundsätzlichen Ansatz her von Loos, finde ich den Chicago Tribune Tower sehr wesentlich. Ja? Obwohl es ist ihm jetzt nicht so... Ja, er hat halt eine Form, ein Architekturelement genommen, das eben sehr stark eben Architektur für sich schon von der Antike her eben die Säule und hat halt dann in dieser Säule sozusagen, das ist sicher ein Kompromiss, aber hat halt dann diese Geschosse und dann waren die Fenster darin in den Kanneluren. Aber ja, aber das, ich fand, dass das, also gerade im Zusammenhang mit dem, also Sie als Historiker, Chicago Tribune, ich habe mir das einmal angeschaut, im Erdinstitut haben sie ja die ganzen Einsendungen noch, ne? Also Walter Gropius gibt es dort, so aufgeschachtelt, ein bisschen sehr interessant. Man hat es halt einfach so halbgotische Dinge gegeben, wo die auch dann eines den Preis gemacht hat. Und da fand ich eben zum Beispiel so, sowohl wie also Gropius oder eben Loos, das waren Statements. Also Architektur ist ein Statement. Dann gehen wir gleich zu den Zeichnungen. Parallel. Also Architecture is not the solution of a problem. Architecture is a statement. Das ist sozusagen die Grundlage. Eine Sinngebung, ja? Würde man auf Deutsch sagen, ja? Oder? Ja. Ach, dass auch in den frühen 60er Jahren entstehen dann diese ersten Skizzen zu den Flugzeugträgern, ja. Die Sie dann eigentlich verfolgen bis 2006 in der Biennale in Venedig, wo Sie dann nochmal einen Flugzeugträger... Ja, das hat der Wolf Briggs, der Kommissar war, hat das eben gemeint, jetzt stellen wir mal so einen Flugzeugträger dorthin. Und das fand ich auch ganz gut, dass man da halt einmal hineingestellt hat. Das war wieder, weil das ist so hin und her. Dann habe ich plötzlich ein Modell, der Architekten arbeiten viel in Modellen und der Flug, also der Flugzeugträger war für mich eben eine Symbiose von vielen Dingen. Er ist hier zum Beispiel einmal eingegraben, aber normalerweise schwimmt er ja und kommt aus dem Wasser etwas heraus. Ein Flugzeugträger hat diese Ebene, ein Flugzeugträger hat Kragarme in alle Richtungen sozusagen. Also er hat sehr viel auch mit dieser einen Skizze zum Beispiel zu tun, und dann Flugzeugträger ist eine Stadt für 7000 Personen mit allem, was eine Stadt haben muss, ob Krankenhaus, ob Kühlräume für die Toten, es hat alles, was in der Stadt. Und das habe ich dann zum Beispiel kondensiert, habe gesagt, okay, hier ist die unzerstörte Landschaft und dann ist kondensiert
7000 Personen ist die Stadt. Und das Gebäude steht schon, ja. Und okay, das Gebäude steht ja. In dem Fall. Ich könnte es einfach hineinpflanzen. Ich habe mir zufällig vor 2 Tagen im Fernsehen, war spät in der Nacht, das Schicksal des ersten russischen Flugzeugträgers angeschaut. Das war sehr interessant. Und wie, ja, ich meine, Flugzeugträger hat auch ein ganz, ganz enorme, sozusagen, da hat in den Filmen, hat man gesehen, dass die Matrosen und der Kapitän geweint haben, wie der dann nach Japan gebracht wurde und in Japan zu einem Amusement Park umgebaut wurde. Ja? Also, ich meine, es ist hier in dem Fall, Symbol ist immer der falsche Ausdruck, aber der Flugzeugträger ist eine kompakte Stadt. Kann ich natürlich genauso gut in der Vertikalen machen. Genau. Panama Building zum Beispiel. Ja, das ist so, das sind eher, also da habe ich eben einfach ganz gewisse, zum Teil technoide Objekte und so weiter, habe ich einmal umgesetzt in Tafel, Rolls-Royce Grill in Manhattan. Der Rolls-Royce Grill ist selbst so eine Art griechisches Architekturobjekt, als Köhler, und der Philip Johnson hat das ja dann, später hat er selbst gesagt, das hat er von dieser Collage sich abgeschaut. Und ich habe Philip Johnson sehr gut gekannt, er war der erste Sammler meiner Sachen. 1963 hat er schon. Mit Clay Soldenburg zusammen, der auch hat den mit den Flugzeugträger gesammelt. Nein, von meinen Arbeiten. Ja, aber der Clay Soldenburg hat auch eine Arbeit von Ihnen. Ja, der Klaas Almbrock hat eine Arbeit von mir, weil wir eine getauscht haben. Ich habe eine von ihm und er hat eine von mir. Gut. Und dann diese Städte da, das sind die... Ja, das sind eben zweite... Das Problem, das ist natürlich die europäische und auch mittelalterliche Stadt ursprünglich und das ist Manhattan, aber ich kann da sozusagen einen zweiten Layer über die alten Städte machen. So. Und egal, ist bewusst sicher, hier habe ich eine, ich könnte auch eine ganz große Plattform machen, auch oder einen, also das sind einfach. In dem Fall geht es auch darum, dass ich wollte, dass eben ein Architektur auch ein plastisches, ein skulpturales Phänomen ist. Sicher ist auch das Prisma, der Würfel, ein skulpturales Objekt, besonders in der Schweiz natürlich, aber ja. Unterdessen auch zum Symbol geworden, sehr wahrscheinlich der Schweizer Architektur. Ja. Und diese Arbeiten werden dann in Wien gezeigt, 1963, mit Pichler zusammen. Ja, das sind so also Anregungen. Das hat ja nichts mit, also auch nicht unbedingt immer mit Krieg zu tun, obwohl. Gestern ich schon kurz wieder mit Stanley von Moos, nicht also Turm und Bollwerk oder wie, was er da geschrieben hat. Also in der Architektur gibt es so Momente, nehmen wir mal die Mühle, die Windmühle oder die Wassermühle. Ja, die Wassermühle ist doch nichts anderes als ein technisches Objekt, eine Maschine oder was, wie man es nennen will. Nicht? Und plötzlich wird es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Ist auf der einen Seite, wenn man heute ein modernes Windrad hat, sagt man, es verschandelt die Landschaft. Man könnte genauso gut sagen, eine Wassermühle oder eine Windmühle verschandelt, nämlich die alten Windmühlen, verschandeln die holländische Landschaft. Haben sie aber nicht verschandelt, sondern sind emotionale Objekte geworden, die sogar Symbol plötzlich für das Land
waren. Und das ist eben, also es ist, es gibt eben dann auch bei mir keine Trennungslinie zwischen utilitären Objekt. Und in dem Fall gibt es halt gewisse, sind eben durchaus der militärischen Kategorie zuzusehen, oder ein Erzwaggon, der in ein Holocaust-Denkmal dann um das andere sind. Da hat mich interessiert, diese Gespaltenheit, wie bei diesem balinesischen Tempel hier, ist einfach so der Raum, der Zwischenraum, das ist einer der spannendsten Zwischenräume, ja, dass ich da, ich kann das dann irgendwie ergänzen, oder es kann ein besonderes Kraftfeld sein, oder das haben die Pueblo-Indianer im Südwesten, ich habe mich sehr intensiv auch mit deren Kultur und Architektur beschäftigt, und die zum Beispiel dann diesen Spalt in den Felsen dann fortgesetzt haben und daraus eine ungeheure spannende Sache gemacht haben als Architektur, als, und das war in dem Fall Architektur, war in dem Fall nicht nur ein einzelnes Haus, diese Pueblos waren Gesamtobjekte. Ne? Ja, und das oder natürlich umgekehrt Chichen Itza und Uxmal, oder dass ich halt diese sehr konzentrierten, monumentalen Objekte, wobei eben gerade die Pyramide, ob in Ägypten oder in Yucatan, eben ein Objekt ist, das ich so klein haben kann, und schon sehr frühzeitig hat das eine riesige Dimension angenommen. Und das war irgendwie sozusagen das Interessante an der Sache. Genau, und hinter diesen Bildern, das haben Sie auch gesagt, es stehen eine ganze Reihe von Forschungen, die Sie bereits in Amerika gemacht haben. Die erste, auf die ich komme, ist eigentlich der zweite Teil hier, das sind die Schriften. Die Auseinandersetzung mit Geschichte, sei es mit den Wiener oder eben in den USA auch Schindler und dieser erste Schindler-Text. Ja gut, das ist so, ich bin kein Architekturhistoriker und wollte es auch gar nicht werden. Es hat sich so ergeben, also zum Beispiel in Wien und nicht nur bei mir, dass die Architekturhistoriker oder über die Historiker sich überhaupt nicht, zum Beispiel eben, weil wir vorhin von Wien gesprochen haben, die haben sich nicht für Architektur und haben sich nicht für Loos oder Hoffmann oder so weiter interessiert, und das haben wir dann als Architekten übernommen. Wir haben das übernommen, sozusagen die Leute wieder zu entdecken. Die Kunsthistoriker von der Universität, die haben irgendwie einen zweitklassigen Renaissance-Architekten als ihre Doktorarbeit gemacht. Und das war auch eben diese Haltung haben wir angegriffen. Ja? Da sitzen die Kunsthistoriker und schreiben über einen zweit- oder drittklassigen Renaissance-Architekten, und dann gibt es einen Otto Wagner, der existiert gar nicht. Oder in kleinen Heftchen. Italien ist 56 rausgekommen über Josef Hoffmann, so ein kleines, war die erste Publikation, so ein kleines, ich weiß nicht, 24 Seiten kleines Büchlein. Nicht? Ja, war nicht ich allein, das hat halt ein paar Leute gegeben, das haben wir einfach noch zusätzlich gemacht, genauso wie ich meine Tätigkeit mit dem Bauern der Zeitschrift als zusätzlich, alles ehrenamtlich auch. Ja, also ich wollte kein Redakteur sein im Sinne, so, jetzt mache ich eine Karriere und werde ein Redakteur von Domus. Und den Schindler, den haben Sie in Kalifornien entdeckt, während Ihrer... Also Schindler hat just rang a bell. Also Schindler war damals praktisch auch in Amerika unbekannt. Schindler kam von Wien, aber sehr frühzeitig
ist er schon vor dem Ersten Weltkrieg nach Amerika gegangen und hat ja dann einige Zeit für Frank Lloyd Wright gearbeitet, erst in Taliesin und dann in Los Angeles. Das war auch gar nicht so genau bekannt. Und ich habe zufällig in einer Architectural Record der späten 20er Jahre in der Bibliothek vom IIT das Beach House das jetzt schon extrem bekannte Beach House des Schindler gesehen. Und das hat mich beeindruckt und habe gedacht, das ja, war aber nur eine Abbildung und unklar, wo das überhaupt steht. Und da bin ich am IIT, habe auch bei Hilbersheimer Städtebau auch studiert, habe ihn gefragt, kennst du das, wo ist das? Er sagte, ja, Schindler, er glaubt, das ist in Kalifornien, weiß es aber nicht. Keine Informationen zu haben. Und ich bin dann einfach nach Los Angeles gefahren, um zu schauen, dass ich das finde. Und auch wieder, so sind halt die Zufälle. Am ersten Tag mit einem Freund, der hat mich zu einem Party genommen bei einem Architekten. Da waren andere Architekten und Architektinnen da. Und dann habe ich gefragt, kennt jemand einen vielleicht Schindler und so weiter? Und da ist eine Dame gekommen und sagt, ja, mein Mann war eng verbunden mit Schindler. Okay, dann habe ich jetzt gewusst, wo dieses Gebäude ist. Und dann hat sie noch gesagt, ja, aber also Schindler ist tot. Dazu gibt es noch eine andere Geschichte mit Neutra. Und Schindler ist tot. Das war mir im Grunde bewusst. Und dann hat sie mir auch gesagt, es gibt aber noch die Geliebte vom Schindler. Und die kennt jedes Haus und ich soll sie kontaktieren und das habe ich gemacht und die ist dann mit mir zu jedem Haus gefahren, weil sie das alles gekannt hat und dort waren noch einfach die ursprünglichen Bauherren und das war das Interessante. Wir waren dann sehr glücklich, endlich kommt dann mal einer, der sich für unser Haus interessiert und da habe ich dann bin ich zu seinem Sohn und seinem nur um, das sind so die Schicksale. Ich bin jetzt um seinen Sohn, die Frau vom Schindler und sein Sohn, die waren Kommunisten. Das war die McCarthy-Ära. Und sie war eine sehr gebildete Person. Er war Nuclear Scientist. Und in der Zeit, also der war natürlich abgeschrieben, als Nuclear Scientist irgendeinen Auftrag zu bekommen, hat in einem bescheidenen Häuschen in Santa Monica gewohnt und hat ein noch bescheidenes sozusagen Toolshed, also wo man halt seine Gartengeräte drin hat. Das war so groß wie die Hälfte dieses Vorbereichs. Und da hat er mich hingeführt und Tür aufgemacht und da sind die Zeichnungen gestapelt gewesen bis daher und dann darüber sind die Modelle gewesen. Das ist dort jahrelang schon so gewesen und langsam verschimmelt. Und dann habe ich ich habe wenig Mittel gehabt, habe ich selber fotografiert und Sachen fotografiert. Dann habe ich den Julius Schulmann, berühmter Fotograf, der Schindlerbauten fotografiert hat, sich gefreut hat, dass wieder mal jemanden zeigen konnte. Dann bin ich mit diesem Konvolut zum Museum of Modern Art in New York gegangen, Wilder Green, und habe gesagt, so, hier ist Schindler und das müssten Sie sammeln und unterstützen. Und Wilder Green hat gesagt, der Schindler is not interesting for us. Habe ich meine Sachen dort gelassen und habe gesagt, schauen Sie sich's noch einmal in Ruhe an, ich komme in 3 Tagen wieder und hole mir das Material. Nach 3 Tagen bin ich wiedergekommen, in der Zwischenzeit haben sie aus meinem Auto alle anderen Tiers gestohlen, 3000 Stück. Den Schindler habe ich übrig gehabt, habe ich
haben die gesagt, okay, also uninteressant. 10 Jahre später war das Museum auf Modern Art voll auf Schindler ausgerichtet. Mit Drexler oder Johnson? Bei Johnson war es immer so, dass er dann immer, er hat dann einen Geruch, da hat er sofort dann angebissen. Drexler war derjenige, der meine ersten Sachen alle gesammelt hat. Und parallel dazu... Aber das war so, ich habe das irgendwie im Interesse der Architektur und der Architekten, nicht als Architekturhistoriker. Ich hätte eine Doktorarbeit aus meiner Schindler-Sache machen können, habe es nicht gemacht. Ich hätte es nur irgendwo deponieren müssen. Also die Titel haben mich nicht so interessiert. Aber mir war es ein Anliegen, solche Dinge. Und jetzt vielleicht, weil Sie fragen, also Schindler hat mit Neuter, und das habe ich herausgefunden natürlich gehabt, hat ein Projekt neben dem von Le Corbusier für Genf, für den Völkerbund gemacht. Und ich weiß nicht, jetzt entweder war es von Grobes oder was, egal, das müssen Sie als Historiker wissen, war noch ein drittes Projekt, und das hat eine Tour durch Europa damals gemacht. Corbusier, Neutra, Schindler und ein dritter. Mayer wahrscheinlich. Ja, und dann treffe ich den Neutra in Los Angeles. Und er hat mich halt gefragt, was ich mache jetzt in Los Angeles. Da habe ich gesagt, na, ich schaue, dass ich also Schindler ein bisschen ausgrabe. Und da hat er gesagt, ja, Schindler, der war mit mir im gleichen Spitalszimmer 10 Tage vor seinem Tod. Da habe ich ihn kennengelernt. Dann haben wir gedacht, es kann doch nicht ganz so sein. Wenn Sie 1927 oder was das war, den Völkerbund miteinander gezeichnet haben. Ja, okay. Das hat dann einen eigenen Konfliktbereich Holland, Richard Neutra dann ergeben. Und fasziniert werden Sie auch durch zu dieser gleichen Zeit durch diese durch die Pueblo-Indianer. Das gehört auch zur Reise, die sie in den USA unternehmen, zu den Entdeckungen, die sie machen neben... Ja, die Pueblos haben mich interessiert, weil sie, weiß nicht, was sie da haben, weil, also das eben schon urbane Elemente sind, aber eben nicht Einzelhäuser, sondern eine kompakte Anlage. Und was mich eben auch, hier hat mich interessiert, dass das Kultische... Und für mich ist Architektur sehr stark vom Kultischen natürlich auch geprägt, wissen wir von den Ägyptern angefangen, dass dort das Kultische und das profane Wohnen sich sehr überlagert hat. Und in den Pueblos, auch heute noch, in den wenigen nichtchristlichen, die es gibt, die religiösen Räume, die Kivas, die sind zylindrisch. Als Symbol des Universums. Und die Wohnbereiche sind rektanguläre Elemente. Und haben Terrassen. Und diese Terrassen haben gleichzeitig die Möglichkeit, dass die religiösen Riten in dieser Arena, das ist sozusagen wie ein griechisches Theater, und dann können die Leute auf ihren Hausdächern sitzen und schauen den sakralen Tänzen zu. Das sowas, und das fand ich als totales urbanes Leben interessant, wie die Architektur und das urbane Leben so total ineinander verflochten war. Das macht eine Stadt aus. Das ist eine Stadt, auch wenn sie nur 300 Einwohner hat. Heute gibt es Städte mit 10.000 oder 100.000 oder 1 Million Einwohnern, und sie sind im Grunde keine Stadt. Weil dieses Kultische, dieses Rituale fehlt? Nicht oder? Nur das Kultische fehlt, es fehlen immer... Es ist dann eine Agglomeration schon von gewissen Notwendigkeiten.
Aber ja, also das war sozusagen, und das hat mich einfach auch interessiert, wie sich das in die Landschaft integriert hat, wie das mit den Mitteln, die dort zur Verfügung gestanden sind, gebaut war. Gut, habe ich mich auch einmal intensiver damit auseinandergesetzt. Und ja, aber im Grunde war mein Hauptziel nicht über Architektur zu schreiben oder Geschichte, sondern Architektur bauen, zu entwerfen. Da müssen wir ein bisschen vorwärts machen, weil wir sind noch jetzt bei der Zeitschrift Der Bau, das ja auch ein Medium ist, über Architektur nachzudenken. Und 1965 übernehmen Sie diese Redaktion, wenn man die Hefte vor 1965 anschaut und die Hefte nach 70, dann ist man wirklich erstaunt, es handelt sich um ein Technikerblatt. Und da kommt eine Gruppe von vier Leuten, also da war der Günther Feuerstein war dabei, da war der Peichel, der Dimitriou. Der Peichel, Dimitriou war nur kurz da. Den haben wir dann wieder eliminiert. Das war der Historiker übrigens. Nein, er wohnte unten. Er hat gesagt, wir sind die Dilettanten und er ist sozusagen, er hat schon eine Zeitschrift als Redakteur geführt gehabt und aber wir haben dann haben das auch zustande gebracht. Aber das Erstaunliche ist, wenn man eben diese Nummern anschaut und vor allem die ersten Reaktionen. Also nach der ersten Nummer sind eigentlich nur positive Reaktionen. Ja. Also es gibt von der Schriftleitung einen kleinen Brief, der sagt, zwei hätten das Abo abbestellt, 100 zusätzliche. Und danach folgt eine Liste von Gerd Auer, von Kaufmann, von Jüdicke, also alle von Goldberg in Chicago, also eigentlich. Ja, wir haben auch zum Beispiel dann Gastredakteur, wir haben den Ungers gesagt, so, mach einmal ein Heft, ja? Mach ein Heft als Gastredakteur, das hat er gemacht. Wir waren froh, dass wir auch die Möglichkeit hatten. Und das war ja auch eine Arbeit, die Sie umsonst gemacht haben. Mhm. Das war wirklich auch Lust, diese architektonischen Vorstellungen zu verbreiten, oder was? Ja, absolut. Das war also eine meiner Ansicht nach sehr wichtige, notwendige Kommunikation. Heute gibt es andere. Das Net und so weiter hat es ja damals noch nicht gegeben, aber das war halt ein wichtiges Kommunikationsmittel. Und dann hat es da hat es zum Beispiel Archigramm, dann ist es dann auch gekommen und so. Das hat dann ein paar so ähnlich gesinnte Publikationen hat es ja dann gegeben, wo man sich dann auch ausgetauscht hat. Aber im Grunde hat es eigentlich für diese Sachen, es hat drei oder vier Zentren gegeben. Das eine war London, das andere war Wien, dann gab es Tokio und ein bisschen später Barcelona. Also weder Paris noch New York und so. Das waren die Orte, wo die Dinge so explodiert sind. Und Italien mit Casabella und Domus? Das waren in Ordnung. Das waren Äfte, die in Ordnung waren. Ja, also nichts Negatives, aber auch. Da ist erst, würde ich sagen, eine halbe Generation später ist dann gekommen, auch in der Architektur, nicht? Also mit, wie heißen die? Superstudio oder mit ja, den Superstudio Archisum. Archisum, ne? Ja. Aber das war dann schon sozusagen 6 Jahre später oder so. Und auch in der Bau publizieren Sie eine Ihrer wichtigen Texte, Alles ist Architektur, 1968 mit dem Emmentaler Käse. Ja, gut, das ist schwierig. Auch meine Studenten jetzt, dieser Pan ist hier nicht ganz mehr nachzuvollziehen. Also
in Österreich war es hat eine schlechte Architektur, hat man gesagt, es ist ein Kas mit Löchern. Ein Emmentaler, ja. So, und bei diesen Kas mit Löchern habe ich da in die Wiener Silhouette hineingestellt. Heute gibt es ja Architekten, die sich Kas mit Löchern auch so genau schon so bauen. Das ist ja jetzt wieder beabsichtigt. Das hat jeder Hausmeister hat in Wien diesen Ausdruck gekannt. Und ja, aber das war eben dieser Cover. Und da auf der anderen Seite, das ging darum, also Architekt. Alle, die auf der linken Seite sehen, sind Architekten. Ob das jetzt der Sergei Eisenstein ist als Filmmacher oder der Louis Trenk oder der Max Frisch oder es gibt drei Präsidenten, Belaunde, Terry und ich weiß nicht welche, sind alles Architekten. Simon Wiesenthal, berühmter Mann, ist ein Architekt. Also da haben wir gezeigt, das sind Architekten, die eigentlich in einen anderen, sozusagen, nicht einen anderen Beruf ergriffen haben, aber eben Architekten sollten durchaus auch eben sozusagen politische Figuren sein. Ne? Also das Bauen und Städte machen Städtepolis ist Städtebauer ist Politik machen unter anderem von beiden Seiten. Aber auch ein Architekt Demiurg, ein jemand, der eben alles machen kann. Alles machen, aber es gibt, man konzentriert sich dann auch, oder meinetwegen in Etappen eines Lebens konzentriert man sich auf das eine oder andere. Aber also Urbanismus ist sicher eine sehr stark politische Angelegenheit auch. Polis, Politik, wie der Name schon sagt. Und dann, wenn man das Heft weiterblättert, dann eine Reihe von weiteren Collagen. Naja, das war bewusst ein Heft, wo man sehr stark mit einfach sozusagen einem Blick, da hat es dann schon viel Text auch irgendwo gegeben, aber diese Seiten durchzublättern und mit einem Blick hat man eben irgendwelche sozusagen Mitteilungen bekommen und auf sie reagieren können, alles eben unter der Überschrift, alles ist Architektur. Und da schreiben Sie auch, also Architektur ist kultisch, sie ist Mal, Symbol, Zeichen, Expression, Architektur ist Kontrolle der Körperwärme, schützende Behausung, Architektur ist Bestimmung, Festlegung des Raumes, der Umwelt, Architektur ist Konditionierung eines psychologischen Zustandes, alle sind Architekten, alles ist Architektur. Ja. Ja, das war halt so. Aber im Grunde schwankte es sowieso Preservation of Body Temperature und dann kultisch, würde ich sagen. Ja. Das ist das Spannungsfeld der Architektur. Aber es war auch. Und in gewissen Zivilisationen mehr auf der einen Seite und mehr, oder dann mehr auf der anderen Seite. Und das hat auch irgendwie zu tun, also zum Beispiel die Eskimos sind für mich. Die par excellence die Designer. Also Eskimo jetzt nicht, sind leider jetzt sozusagen verkrüppelt, aber wie man mit ganz geringen Ressourcen, indem man aus Wasser ein Haus bauen konnte, also ein gefrorenen Wasser, ein Iglo hat mein Haus gebaut. Das habe ich einmal auch ausgestellt. Wie viel Kübel Wasser sind das, um ein Iglo zu machen? Wo sie ganz wenige Möglichkeiten hatten, eben durch zum Beispiel Jagd auf Seehunde,
da haben sie alles bekommen, haben sie ihre Nahrung bekommen, da haben sie das Fell bekommen, dieses Fell haben sie verwendet zusammen mit den Knochen und so weiter von irgendwelchen Walen und so weiter. Kajak ist ein super Boot, ja. Die berühmte Eskimo-Rolle, falls Ihnen die ein Begriff ist, nicht irgendwie so hatschete Kanus, die in Afrika gemacht wurden. Das ist auch, ich habe mir das in Berlin in den Museen angeschaut, was die alles zustande gebracht haben. Dafür haben sie haben nur so kleine kultische Objekte gehabt, so 10 Zentimeter groß. Weil das ist etwas, was sie sozusagen machen konnten. In der Südsee, da sitzt der Südsee-Insulaner, liegt in der Sonne, braucht sich nicht um die Erhaltung der Körperwärme kümmern, so wie der Eskimo, die Kokosnuss fällt in den Schoß und dann hat er stundenlang Zeit, ganz komplizierte rituelle Tänze zu machen. Ja, na, ich meine das ernst. Ja, so ist es. Ja, na, das ist auch, aber das sind interessante Zivilisationen. Wir verlieren das alle, ja. Und diese ganzen Texte und diese ganze Auseinandersetzung mit alles Architektur ist das der Versuch, diesen umfassenden, also gesamtheitlichen Begriff für die europäische Moderne oder für die europäische... Hat nichts mit Europa zu tun. Also mit, aber trotzdem mit unserer Zivilisation, die ja. Mit, also Sie machen ja auch Arbeiten, wo Air Condition, wo diese ja. Ganzen technischen Anlagen auch integriert werden. Ja. Oder diese ganzen Arbeiten über New York, wo es über Infrastruktur geht, ist ja auch der Versuch, ja. Das nicht einfach als Abwasserrohre zu begreifen, sondern als Teil eines Lebensumfeldes. Sicher, ja. Ja. Und es ist schon in den 50er, 60er Jahren war das schon ein Symptom einer Krise in der Architektur, die komplett durch Spekulation und modernistischen Bauten dominiert war. Also das sieht man gerade in der Zeitschrift Bau. Da, ja. 1965 machen sie einen Riesenbruch. Also was vorher publiziert wird, sind ja gewöhnliche Hefte, wo ganz... also eine Reihe von modernistischen Bauten da drin. Ja gut, aber man hätte ein anderes Redaktionsteam, man hätte schon 5 oder 10 Jahre früher auch schon eine bessere Zeitschrift machen können. Nicht? Das ist also jetzt nicht sozusagen am Publikationsmaterial gelegen. Nicht? Wir haben einfach ganz andere Dinge dann publiziert oder von einer ganz anderen Richtung betrachtet, oder wir haben eben Nicht-Architekten, ob das Oscar Morgenstern, Theory of Games and Behavior, und ob das umgekehrt Bucky Fuller oder alle möglichen Nicht-Architekten zum Beispiel auch zur Architektur einmal was gesagt haben. Das schriftlich, aber auch oder die zum Beispiel sozusagen, wir haben, wie das bei Zeitschriften damals war, hat es immer einen Schnittmusterbogen für Frauen gegeben, dass sie sich Kleider sozusagen nachnähen konnten. Dann haben wir einen Schnittmusterbogen gemacht für Zelte von Frei Otto. Konnte man, ja. Und ja, aber das ging schon darauf hin, dass ich hier also anders herangegangen, anders begonnen habe. Ein Zelt zu machen ist, mich haben die Deutschen, ich war einige Jahre Direktor der Architekturbiennale, haben mich die Deutschen beschimpft, dass ich den Frei Otto ausgestellt habe, weil der Frei Otto ist kein Architekt. Hm? Ende des vorigen Jahrhunderts, 1999 oder so. Ja?
Und das sind die Situationen gewesen, die wir halt, ich glaube, man muss ein Umfeld mit unterschiedlichen sozusagen Maßnahmen und Aktionen, muss man sein Umfeld verändern. Und eines der Mittel waren diese unglaublich starken Collagen, also hier das Mies-Bild mit Less is More und daneben von einer späteren Nummer, auch glaube ich, auch in alles dieser Architektur, dieses Werk von Haus Rokoko ist das, oder? Ja, ja, also, ja. Also eben aufblasbare Architektur habe ich eben auch in meinen mobilen Büro gemacht, nicht? Da komme ich mit dem Flugzeug an und habe ein kleines Köfferchen und packe Wie sehen Sie noch? Wir haben das sehen wir, sehen wir noch. Okay. Ganz am Schluss, gut. Ja. Dann gehen wir zur Architektur hier. Das Retti beginnt eigentlich schon mit dem Baugerüst auf sich aufmerksam zu machen. Ja gut, Retti war für mich 8 Jahre, nachdem ich mein Diplom gemacht habe, die erste Möglichkeit, eine Sache wirklich tatsächlich zu realisieren. Und da ging es mir natürlich darum, jetzt gerade diese Chance auch zu nehmen und einmal auch ganz klare Statements zu machen. Das hat eben angefangen, also ich habe eine Baustelle und dann habe ich einen Bauzaun herum und dann fangen da schon sozusagen die Ankündigungen an, was hier zu erwarten ist. Nicht nur sozusagen, wer was bei Architekt und Bauherr, aber eben das Jean Shrimpton, das war damals das Supermodel in der Welt, also mit diesen Raumfahrthelmen und das ist dann sozusagen im Zentrum der Stadt so da gewesen. Da hat man einige Wochen dieses nicht gesehen, was dahinter ist. Das hat auch andere Gründe gehabt, weil wir es eben fix und fertig haben wollten, damit wir nicht mit der Baubehörde Probleme haben und das dann wieder, die dann irgendetwas beanstandet, was sie nicht bewilligt hat. Und auf der anderen Seite wollte ich nicht nur ein absolut funktionalen Verkaufsraum oder eben einen Laden machen, aber auch im Grunde ein etwas umfassenderes Statement zu Architektur und zu den Möglichkeiten der Architektur. Gerade auch wieder im Zusammenhang mit der Größe und der Aufgabe so eines Projektes. Und das ist mir auch gelungen und das ist Gott sei Dank erkannt worden dann. Ich habe den damals höchsten Preis für Architektur, den Reynolds-Preis bekommen, das war $25.000 und das war mehr, als das der ganze Laden gekostet hat. Und aber ich habe ein Jahr daran gearbeitet und habe damals in Euro gerechnet 3.000 Euro für die ganze Ja. Und das ist eigentlich eine Fortsetzung auch Ihrer Arbeit im Bau, wo eben Architektur als Medium verstanden wird. Also Sie ja, also ja. Es gibt da hier nicht, also diese Pigeonholes, diese Abteilungen, diese Schächtelchen, das ist genau das, was wir eben wegbekommen haben. Es gibt auch keine genaue Grenzlinie zwischen Architektur und Design und es gibt keine genaue Grenzlinie zwischen Architektur und Bühnenbild. Also es gibt heute nicht, Gott sei Dank ist das schon viel weniger vorhanden, es gibt nicht diese total abgekapselten eigenen Bereiche. Wenn jemand in solchen abgekapselten Bereichen heute noch arbeitet, dann ist er fehl am Platze. Auch die Architekturschulen und die Architekturlehrer.
Ich habe mir erlaubt, Ihnen so kleine Skizzen, die in der Bau publiziert waren, von Vorarbeiten zur Eingangstüre. Ja, ja. Ja, gut, ja, da habe ich also, das war eine Art Wettbewerb. Das war ein Medium, das ist keine Zeichnung, sondern das ist eine Aluminiumfolie, die aufgeklebt ist und die ich geritzt habe und daraus nur diese kleinen Änderungen bei der Knickung hat zum Beispiel diesen räumlichen Effekt hervorgebracht, dass das, aber es war auch eben genau das Material, aus dem das zu bauen war und also auch viel wirksamer als irgendwie heute eine Renderung. Und ich wollte in dem Fall bewusst moderne Materialien. Also ich wollte nicht Holz oder was immer bei diesem Objekt verwenden. Und das wird dann tatsächlich dann auch so ausgeführt? Das ist 2 mm Aluminium. Ich habe mich damals mit der englischen Aircraft-Industrie in Verbindung gesetzt, wie man Aluminium kleben kann. Das hat zwar damals noch nicht üblich, dass man auch in den Bauen klebt. Das meiste geklebt, außer wo man etwas demontieren musste. Und mir ging es jetzt darum, bei diesem Laden, der 14 Quadratmeter hat und die Größenordnung können Sie hier von der Fassade sehen, dann ging es mir darum, also hier ganz gewisse Dinge sozusagen fest, also als grundsätzliche, gültig auch für eben größere Architektur oder bis hin zur Stadt. Und nachdem das so ein kleiner Laden dahinter ist, dann habe ich diese, aber auf der anderen Seite eben ist ein Laden für Kerzen. Und Kerzen sind auch wieder so ein ganz merkwürdiges Projekt. Keiner kauft ja heute mehr Kerzen, ganz im geringen Bereich, damit er sie irgendwann, weil er irgendwas mit Kerzen beleuchten muss. Kerzen kauft er hier, weil in Österreich hat man Kommunion und Kerzen, oder man hat Kerzen für den Abendtisch als auch wieder eher fast ein rituelles Feuer und nicht, dass ich da unbedingt das Licht brauche. Und da habe ich gedacht, okay, ich brauche jetzt nicht eine riesen Auslage, eine riesen Storefront. Ich zeige einfach 2, 3 Kerzen, dann habe ich die Botschaft bekommen, hier gibt es Kerzen und ich habe die etwas gekippt, damit ich den Besucherstrom sozusagen, den Blickwinkel sozusagen berücksichtige. Dann habe ich, weil dahinter dieser Raum so klein war, habe ich den Eingang bewusst noch enger gemacht, gerade dass man sich durchzwängt, und dann kommt man herein und dann geht's weiter, und die technischen Elemente, also zum Beispiel die Air Conditioning, die ist bewusst als ein integriertes Element in der Architektur und genau zum Beispiel das Licht, das ich von außen sehe, habe. Im Inneren, vielleicht gehen wir sofort zum Spiegelbild, das Innere ist wie eine geschlossene Kapsel, in der eine eigene Welt... Können wir mal einen Grundriss hernehmen? Ja, oder diesen anderen, ich habe wo sich das ins Unendliche fortsetzt. Da, dieses. Den haben Sie nicht? Nein, da habe ich. Habe ich Ihnen aber gegeben. Okay. Also, ich komme in einen Raum und sehr eng und dann habe ich eben an einem gewissen Punkt, wenn ich durch diesen oktogonalen Raum gehe, vergrößert sich der Raum ins Unendliche, durch 2 Spiegel. Genau, die hier sind. Habe ich
habe ich den Blick ins Unendliche. Und ich habe einen virtuellen Raum und ich habe einen wirklichen Raum. Und ich habe zum Beispiel hier, Sie sehen da ein Podest für eine Kerze und da ist so ein Zylinder. Dieser Zylinder ist die Hälfte virtuell und die Hälfte ist materiell. Also, das sind Dinge, die einfach grundsätzlich haben nichts mit einem Kerzenladen direkt zu tun, sondern einfach in der kann man in jeden Situation in der Architektur. Oder den Beleuchtungskörper, den Sie da oben sehen, das sind, sehen Sie einmal Stück reale Glaskugel und die anderen sind alles nichts anderes als gespiegelte Objekte, die sich dann eben ergänzen. Und ja, und da sind noch ein paar, da ist man reingekommen, hat sich eben Kerzen aussuchen können und anschauen, und dahinter war dann ein begehbares Lager. Da, hier sieht man so, das war der ganze Laden. Wir müssen leider langsam zum Schluss kommen. Sie führen die Sache. Ich will noch gern den Schulin zeigen und dann das mobile Büro kurz. Ja, der Schulin ist, in dem Fall habe ich, das ist ein Juwelier und ich habe mir gedacht, also auch wieder hier war die Notwendigkeit, Air Conditioning von außen dazu zu bringen und da habe ich das sind eigentlich die Lamellen, durch die da die Luft angesaugt wird, aber eben diesen jetzt mehr amorphen Charakter haben und die Rohre, da sind zum Teil dann auch Leuchten drauf, die sind das Return, wo die Luft rauskommt. Und das haben wir dann auch die Tür so, diese Schichten gehabt und auch unterschiedliche Metalllegierungen mit leicht unterschiedlichen Farben. Wo haben Sie eigentlich zu bauen gelernt? Weil Sie zeichnen, Sie reisen sehr viel und dann kommen diese ersten Aufträge. Sie haben nie in einem... ich habe in Österreich, mussten Sie damals fünf Jahre bei einem befugten Architekt arbeiten. Aber also meine Ausbildung wie baue ich etwas, wie zeichne ich etwas, die habe ich vom 14. Lebensjahr an bekommen. Ich war in einem Technikum zuerst und dann natürlich auf der, aber ich habe auch mein Studium und so weiter mit Arbeit in Architektur Büros sozusagen finanziert. Also die Praxis, ich habe in den Büros, wo ich gearbeitet habe, ganz große Projekte schon gemacht. Gebaut gehabt. Ja. Und ich möchte eigentlich als letztes dieses mobile Büro, weil es eigentlich auch ganz schön zeigt, wie auch hier die Grenze zwischen Visionär und realisierbar oder gebaute Architektur eigentlich auch nie für Sie ein Feld, das immer offen und kommunizierend war und, ja, und nicht, weil ganz viele Architekten ihrer Generation, also von Archie Graham bis hin zu Super Studio, die haben eigentlich über ihre Projekte die Architektur so weit vernichtet, dass sie eigentlich gar nicht mehr bauen konnten. Denn sie haben diese Wechselbeziehung eigentlich immer gepflegt. Ja, klar. Ja. Weil ich wollte nicht nur irgendwie ein theoretischer Architekt sein. Ich wollte schon ganz klar Dinge auch realisieren, aber sozusagen auch Ansätze, die vielleicht noch zunächst ein bisschen utopisch sind. Und hier zum Beispiel das mobile Büro. Ich meine, da bin ich gekommen, hab das aufgeblasen, hab ein Zeichenbrett gehabt, damals hat es noch keinen Laptop gegeben, hab ein Telefon gehabt, hab
die Dinge sozusagen gezeichnet, kommuniziert und bin sozusagen wieder zum Flugzeug im Hintergrund gegangen und zum nächsten Arbeitsort geflogen. Sind von eurer Seite Fragen an Herrn Hollein? Ich möchte jetzt die Diskussion gern eröffnen. Ich habe nichts gesagt. Wegen den dummen Fragen habe ich nichts gesagt. Ja. Auf einer Folie mit dem aufblasbaren Büro oder der Ausweitung des Hauses mit diesem aufblasbaren Ding war auf der linken Seite diese Spraydose. Wenn ich mich richtig erinnere, waren das so irgendwie chemische Substanzen, die das, die Produktivität oder so erhöhen sollten. Und ich glaube, wenn ich mich richtig entsinne, ist auf der Seite davor, in der gleichen Ausgabe, eine Collage mit einer kleinen Kapsel. Und darunter steht Architektur. Punkt. Ja. Ich habe mich damals gefragt, ob das, wie, keine Ahnung, halt, dass der Flugzeugträger einfach ein Objekt ist, also Architektur kann alles sein, oder ob sie da eine Pille mit psychoaktiven Substanzen oder so darstellen und damit weg vom Objekt zur Wahrnehmung der Welt als neue Architektur kommen, oder was war das? Nein, das hat mich, was mich interessiert hat, war, dass es Medikationen gibt im Bereich für Leute, die unter entweder Agoraphobie oder Klaustrophobie leiden. Das heißt, jetzt vereinfacht und für die kurze Zeit jetzt, die wir haben, wenn ich Agoraphobie habe, dann kriege ich durch das Einnehmen einer Pille sozusagen das Ganze zusammengezogen. Oder Klaustrophobie, umgekehrt, expandiert der Raum. Also ich mache durch eine Pille, generiere ich Raumvorstellungen. Die könnte man eben sozusagen bis hin zu sagen, so, jetzt nehme ich eine Pille und ich habe dann die Hagia Sophia. Und, ja, oder eben, ja, also. Das ist der Mind Expansion. Aber es ist nicht, es ist, ja, also es ist, es ist nicht nur theoretisch. Es gibt natürlich solche Möglichkeiten des expandierenden Raumes im Kopf sozusagen, die gibt es ja mit anderen Mitteln auch. Ne? Weitere Fragen? Herzlichen Dank fürs Kommen. Gut. Herzlichen Dank für die Diskussion und bis bald hoffentlich. Ja.